Moin Leute, wir konnten letztens feiern, denn die Privilegierung oder wie einige es nennen, das Recht auf Balkonsolar ist quasi durch. Aber Wunder, oh Wunder, bekomme ich natürlich nach wie vor E-Mails von Mietern, dass Vermieter oder Hauseigentümer nach wie vor die alten Gründe anbringen, um den Aufbau einer Balkonsolaranlage zu verhindern. Elektriker muss kommen, statisches Gutachten, elektrisches Gutachten und so weiter und so weiter. Im Prinzip sind das alles Dinge, die das Kraftwerk einfach unrentabel machen. Das heißt, die meisten Mieter geben an dieser Stelle auf. Da bekomme ich dann auch oft das Zitat, schade, denn euer Kampf hat ja nichts gebracht. Also da muss ich zugeben, an der Stelle bin ich manchmal auch ein bisschen verzweifelt, weil ich mir denke, nein, wir können nicht alles für euch machen, denn ein paar Punkte müsst ihr auch selber jetzt in Angriff nehmen. Und das erkläre ich euch heute. So, der Hintergrund des Ganzen ist, dass im Gesetz oder in der Gesetzesänderung, die jetzt kommen wird, einfach gesprochen steht, dass eine Balkonsolaranlage nur abgelehnt werden darf, wenn diese nicht zumutbar ist. Was heißt jetzt nicht zumutbar? Das ist die große Frage an der Stelle. Wir haben damals versucht, beim BMJ, also beim Bundesjustizministerium, zu erwirken, dass genau der Punkt etwas genauer definiert wird, da wir sonst die Befürchtung hatten, dass alles vor Gericht geklärt werden muss, bis dann wirklich alles ausdefiniert ist und dann halt wirklich für alle klar ist. Möglicherweise wird hier noch was nachgeliefert, bisher ist es aber genauso schwammig formuliert. Wie dem auch sei, deswegen hat der Verein Balkonsolar einen Fachanwalt für Energie- und Vertragsrecht eingeladen, um seine Einschätzung gebeten, um euch zumindest mal eine Einordnung zu geben, was das jetzt eigentlich genau bedeutet und welche Punkte für euch jetzt wichtig sind und welche nicht und wie man das zu sehen hat. Denn es ist echt eigentlich viel, viel besser für euch. Ihr müsst es einfach nur wissen. So, die Ergebnisse fasse ich euch jetzt zusammen und füge auch noch ein paar Erfahrungen meinerseits hinzu. Und die Fragen sind in Kapiteln abrufbar. Also so könnt ihr einfach finden, was euch interessiert. Und ihr könnt aber auch direkt beim Verein suchen. Oben ist die Quelle. Auch bei Golem wurde das alles super zusammengefasst. Dort sind auch noch mal ein paar andere Punkte dabei. Also macht euch hier wirklich einfach mal schlau. Okay, bevor es weitergeht, möchte ich euch den Sponsoren des heutigen Videos vorstellen. Und das ist Surfshark. Das ist ein Anbieter für VPNs. Also was ist das jetzt und macht es für euch überhaupt Sinn? Ganz einfach erklärt ist das eine Software, die deine komplette Internetverbindung verschlüsselt und über einen sicheren Server umleitet, wodurch deine IP-Adresse verborgen bleibt und auch deine Online-Aktivitäten privat und sicher sind. Aber, und das ist verdammt wichtig, das ermöglicht dir auch, auf Inhalte zuzugreifen, die in deinem Land blockiert sind, indem es deinen virtuellen Standort ändert. Streaming ist da zum Beispiel am wichtigsten, denn du kannst damit quasi Inhalte sehen, die in anderen Ländern nur verfügbar sind. Oder wenn du zum Beispiel im Urlaub bist und Netflix Deutschland gucken möchtest, das ist halt eine saugeile Sache, finde ich. Dafür muss es aber echt schnell sein, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Wollen wir mal testen, ob es das ist. Also dafür habe ich jetzt 3 Speedtests durchgeführt, einmal ohne VPN und einmal mit Surfshark Standort Deutschland und wie ihr seht, gibt es hier fast keinen Unterschied in der Geschwindigkeit, das ist wirklich minimal. Und dann nochmal mit Standort USA, also mein ganzer Datenverkehr läuft quasi über die USA und ihr seht, auch das Ergebnis ist echt verdammt gut, damit könnte ich jetzt ohne große Probleme streamen und alles machen, was ich so möchte und das ist schon verdammt beeindruckend. Was auch geil ist, du kannst damit aber auch Preise checken, denn je nachdem bekommst du zum Beispiel auf einigen Plattformen für Flüge oder Mietwagen günstigere Preise, wenn du die Internetverbindung auf ein anderes Land einstellst. Wenn du jetzt den Code Akku nutzt oder direkt über diesen Link hier oben gehst, bekommst du nochmal 4 Monate gratis dazu und es gibt ein 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, also kannst du einfach entspannt testen und wenn es dir nicht gefällt, bist du halt wieder raus und kriegst dein Geld zurück. Okay, und jetzt alles klar, geht's zurück zum Balkonkraftwerk. Punkt 1. Wann? Das Gesetz bzw. die Gesetzesänderung für diese Privilegierung, die müssen noch durch den Bundesrat und das wird unseres Wissens nach bei der nächsten Sitzung am 27.09.2024 dann endgültig beschlossen und im Oktober dürfte es dann aller Voraussicht nach auch im Gesetz stehen und damit dann wirklich gültig sein. Was noch aussteht, ist aber die Änderung beim VDE, dazu kommen wir aber gleich nochmal bei den einzelnen Punkten. Ja, darf der Vermieter bzw. Wohneigentümer jetzt einen Fachbetrieb verlangen? Hier herrscht vermutlich die Angst auf Vermieterseite, dass zum Beispiel bei unsachgemäßiger Befestigung sich dann Module lösen und dann bei Sturm irgendwie Personen verletzt werden oder ein Sachschaden entsteht. Ja, dem entgegen steht natürlich, dass es sich einfach um Laienprodukte handelt und die Anleitungen und Systeme von den meisten Menschen einfach durchaus angebracht werden können und das auch genauso gedacht ist. Und die Wirtschaftlichkeit einer Balkonsolaranlage ist natürlich völlig am Arsch, wenn ich jetzt irgendwie einen Fachbetrieb anschalte. Rechtsanwalt Legler sagte dazu, ich bin Jurist, insofern nicht naturgemäßer Handwerker, aber das habe ich auch geschafft. Also das geht, das schafft man, es muss nur fachgerecht installiert werden. Er persönlich hält es für übertrieben, einen Handwerker mit der Installation zu beauftragen. Der Punkt ist aber noch offen, muss eigentlich gerichtlich geklärt werden. Jetzt ist noch so ein bisschen die Frage der Haftung. Wer ist haftbar, wenn was passiert? Dazu kommen wir gleich auch nochmal. So, der Verein Balkonsolar hat hier jetzt aber nochmal ein juristisches Gutachten anfertigen lassen und dort kam heraus, dass es unverhältnismäßig sei, die Module von einer Fachfirma anbringen
gehen zu lassen. Zitat, denn eine fachgerechte Durchführung bedeutet nicht automatisch, dass sie durch eine Fachfirma durchgeführt werden muss. Sie muss nur von gleicher Qualität sein. Aber wie gesagt, wir kommen gleich nochmal zum Punkt Haftung und auch insbesondere Privathaftpflicht, weil das spielt jetzt hier natürlich eine große Rolle. So, was ist jetzt mit der Schuko und der Einspeisesteckdose? Das Thema, ich kann es echt nicht mehr hören. Aktuell sieht jetzt aber auch wirklich alles danach aus, dass die Schuko-Steckdose mit der kommenden Norm des VDE dann auch wirklich geduldet wird. Also das heißt irgendwie, diese Einspeisesteckdose hat dann hoffentlich endlich ein Ende. Es sei denn jetzt in gewissen Fällen, wo sie auch dann Sinn macht. Ne? Es gibt auch Fälle, wo das Sinn machen kann, aber in der Regel eigentlich eher nicht. So, auch der Chef von der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, kam bereits mit einer sehr klaren Aussage diesbezüglich rüber und nach seiner Einschätzung reicht ein normaler Schuko-Stecker. Oder nochmal anders formuliert, wenn die zuständige Behörde keine Bedenken hat, dann kann der Vermieter keine energierechtlichen Begründungen für einen angeblich höher gebotenen elektrotechnischen Schutz anführen. Denn mit Beschluss des VDE ist es dann, wie gesagt, auch noch komplett safe. Dieser wird dann aber vermutlich dieses Jahr auch noch kommen. Auch eine wichtige Frage ist, darf mir der Vermieter oder die Hausverwaltung für den Aufwand, den sie hat, wenn ich ein Stecker, Solargerät oder ein Balkonkraftwerk anbringen will, dann Geld berechnen? Nein, da Balkonkraftwerke eine privilegierte Maßnahme sind, wäre das durch die übliche Verwaltungspauschale tatsächlich abgedeckt und privilegierte Maßnahmen müssen diskriminierungsfrei geschaffen werden. Das ist hier der wichtige Punkt an der Stelle. Darf die Eigentümergemeinschaft oder Vermieter den Winkel für die Anbringung der Module bestimmen? Tatsächlich ist es hier ein bisschen komplizierter und kommt auf den Einzelfall an. Denn wir haben ja jetzt hier zum Beispiel Windlast und Statik, die hier auch eine wichtige Rolle spielen, da flach aufliegende Module, also die einfach gerade runterhängen, deutlich weniger anfällig sind. Und da gibt es auch in jedem Bundesland nochmal verschiedene Regelungen, also es ist leider relativ kompliziert. Ich persönlich empfehle aber grundsätzlich nur sehr, sehr gering anzuwinkeln, denn in meinen Augen überwiegt jetzt hier der Sicherheitszugewinn den tatsächlichen Ertrag oder den zusätzlichen Ertrag bei weitem. Ja, also wie gesagt, ich persönlich bin immer Fan davon, entweder wirklich Leichtmodule, also ETFE-Module zu nehmen, die nur 5 Kilo wiegen statt den typischen 30 für so ein Glasmodul und diese dann einfach flach anzubringen, dann ist man eigentlich relativ safe und es kann auch wirklich wenig passieren. So, ein anderer Punkt ist, dass zum Beispiel sich aber auch ein Nachbar, der beispielsweise unter euch wohnt, dann durch die zusätzliche Verschattung gestört fühlen könnte. Also wenn er die anwinkelt, kann es sein, dass er ihm seinen Balkon irgendwie verschattet und das findet er vielleicht nicht so geil, was ich auch verstehen kann. Also hier bitte einfach mal aufeinander Rücksicht nehmen und im Zweifel auf die Anwinkelung verzichten. Außensteckdose. Also ist ja auch so ein Thema, wenn ich gar keine habe als Mieter, habe ich denn jetzt irgendwie ein Anrecht darauf? Rechtsanwalt Legler war jetzt hier der Ansicht, dass die Installation der Außensteckdose jetzt erstmal erlaubt sein müsste, da eine Privilegierung von Stecker-Solargeräten eine bauliche Veränderung tatsächlich mit einschließt. Also das ist jetzt hier nicht ausgeschlossen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Eine bauliche Veränderung ist erlaubt. Ja, noch so ein Ding. Darf der Vermieter die Farbe der Module bestimmen? Also das ist jetzt eher so ein optisches Ding. Und laut dem Verein Balkonsolar, nein. Zumindest für ein normales Wohnhaus sollte das erhebliche öffentliche Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien und damit dem Klimaschutz überwiegen. Und das ist ja auch gesetzlich festgelegt. Für denkmalgeschützte oder besondere Bauten, welche zum Beispiel durch das Architektururheberrecht geschützt sind, kann es aber auch Ausnahmen geben. Also was ist jetzt zum Beispiel mit Vorgaben für ein einheitliches Aussehen? Also zum Beispiel, dass man nur Full-Black-Module verwenden kann. Dirk Legler, also der Rechtsanwalt, hat es so eingeschätzt, dass er denkt, dass es diskriminierend ist. Es gibt aber tatsächlich noch keine Gerichtsentscheidung zum ästhetischen Schutz des Eigentums und der Solarenergie. Man kann jetzt hier aber nochmal aufführen, dass zum Beispiel Full-Black-Module eigentlich nicht wesentlich teurer sind als normale Module. Also halt die mit silbernen Rahmen. Und eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, kriegt man aktuell fast eh nur noch Full-Black-Module. Ich glaube fast, dass die alten so ein bisschen aussterben. Deswegen weiß ich nicht, ob der Punkt überhaupt noch von so einer riesigen Relevanz ist auf lange Sicht gesehen.
So, was ist mit einer privaten Haftpflichtversicherung? Ist die nötig? Laut diesem Gutachten hier wäre das zumindest äußerst ratsam, denn der Betreiber eines Balkonkraftwerks kann laut dem Gutachten bei Schäden durchaus haftbar gemacht werden. Also da kommen wir auch nochmal eben zu dem Punkt von eben, dass halt du als Betreiber hier scheinbar derjenige bist, der auch haftet oder haften kann. Rechtsanwalt Legler hält das auch für zumutbar, also der Vermieter kann den Abschluss einer solchen Versicherung durchaus verlangen. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das macht am Ende auch einfach nur Sinn und schützt euch wie auch den Vermieter letztlich. Es ist auch meistens jetzt wirklich nicht so teuer, dass man da jetzt so groß drüber streiten müsste. Also falls dann einfach mal was passiert, es ist ja nicht nur eine Versicherung für die Balkonkraftwerke, sondern es ist einfach eine Privathaftpflicht oder eine Hausratversicherung. Das heißt jetzt hier an der Stelle, das ist irgendwas, was die meisten so oder so haben. Bitte klärt aber trotzdem nochmal mit eurer Versicherung ab, ob da wirklich alles abgedeckt ist und wie und was, damit ihr euch da ganz sicher seid und legt das dem Vermieter dann im Zweifel vor. Das finde ich ist völlig nachvollziehbar und in jeglicher Hinsicht auch sinnvoll für alle Beteiligten. Also hier sich jetzt querzustellen, kann ich tatsächlich nicht verstehen. So, was ist, wenn die Hausordnung das Anbringen von Gegenständen irgendwie im Außenbereich verbietet? Und hier ist jetzt tatsächlich der Fall, Gesetz schlägt Hausordnung. Das heißt, die Hausordnung wäre dann rechtswidrig und hätte in dem Fall keine Bedeutung mehr für euch. So, okay, das waren jetzt so ein bisschen die Dinge, die wir wissen oder wo wir halt mal irgendwie ein Gutachten durch den Verein Balkonsolar oder halt die Rechtsberatung durch den Anwalt bekommen haben und jetzt hier zumindest mal eine Einschätzung geben können. Das ist jetzt, wie gesagt, keine gültige Rechtsberatung, darauf konnte ich jetzt auch nicht wirklich beziehen oder so, aber das ist jetzt das, was wir bisher so wissen oder wie man es verstehen kann. Und man müsste es jetzt einfach auch noch verstehen, dass mit dieser Gesetzesänderung, die jetzt kommt, ist quasi die Basis gelegt und dafür haben wir ja super, super stark gekämpft, um überhaupt so weit zu kommen. So, und jetzt ist es ein bisschen so, dass wir euch den Staffelstab abgeben müssen und ihr seid jetzt als Mieter am Start. Das Recht habt ihr jetzt in vielen Dingen bereits an eurer Seite. Das muss jetzt aber auch noch durchgesetzt werden und das könnt nur ihr tun. Und es gibt auch noch Punkte, die natürlich unklar sind. Ein paar Punkte wird man auch einfach vor Gericht klären müssen. Das ist dann einfach leider so. Also so funktioniert das dann. Ich hoffe aber, dass wir mit dieser Einschätzung euch noch mal ein bisschen stärken können und einfach noch mal so ein bisschen was mitgeben können, dass ihr wisst, okay, ich muss mich jetzt hier nicht überall einfach so mit abfinden und kann mich wehren und das solltet ihr auch tun. Dann für diese rechtliche Einschätzung, ne, da muss ich jetzt hier auch noch mal ein riesen Danke an den Verein Balkonsolar aussprechen, die hier wirklich eine richtig tolle Arbeit geleistet haben. Also das habt ihr wirklich, wirklich gut gemacht, Leute. Ne? Also danke dafür. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.